Hallo, heute gibt es eine Tarte und zwar eine mit einem Deckel drauf. Und nein, keine süße, sondern eine herzhafte mit Pilzen. Und wie ich es gemacht habe und was ich da gemacht habe, das seht ihr jetzt. Beginnen werden wir mit der Füllung und hier die Zutaten. Wir brauchen natürlich Pilze, in dem Falle weiße Champignons, eine Möhre, eine Zwiebel, drei Knoblauchzehen, eine Peperoni oder nicht ganz so scharfe Chili und etwas Rosmarin getrocknet. Und natürlich Salz und Pfeffer. Die Schnippelarbeit habe ich euch jetzt mal erspart. Ich habe die Pilze trocken abgetupft, um ja etwaigen Schmutz zu entfernen, war aber nicht viel, eigentlich gar nichts dran. Knoblauch habe ich klein gehackt, die Peperoni in feine Ringe geschnitten, die Zwiebel geschält, halbiert und ebenfalls in feine Scheiben geschnitten und die Möhre in feine Würfel. Jetzt stellen wir uns eine Pfanne auf. Geben etwas neutrales Öl hinein. Bei mir ist es jetzt Rapsöl. Öl ist heiß genug. Also kommt hier zuerst unsere Zwiebel hinein. Eine Minute später die Peperoni und unser Knoblauch. Wieder eine Minute später unsere Pilze. Und denen wollen wir jetzt etwas die Feuchtigkeit entziehen. Also, was brauchen wir dafür? Salz. Ich habe die Platte ausgeschaltet und wir lassen das Ganze jetzt noch vor sich hingaren. Während die Füllung jetzt etwas abkühlt, widmen wir uns der Soße. Dazu brauchen wir zwei Eier, Creme fraiche, etwas Sahne, Petersilie, Muskatnuss und geriebenen Goudakäse. Wir nehmen uns eine Schüssel, geben unsere zwei Eier hinein, verquirlen die schon mal etwas. Geben hier unser Creme fraiche dazu, wenn es dann herauskommt. Sehr schön. Und verrühren das Ganze nochmals. Es kommt etwas Sahne dazu. Muskatnuss. Salz und Pfeffer. Verrühren das Ganze wieder. Nehmen uns eine Handvoll Petersilie und schneiden dies erstmal in Streifen. Man hier von Streifen sprechen kann, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann hacken wir das Ganze mal durch.
und geben das in unsere Soße. Verrühren wieder. Und geben jetzt erstmal die Hälfte vom Käse dazu. Und jetzt die andere Hälfte. Jetzt geht es mit der Tarte weiter, beziehungsweise mit der eigentlichen Tarte geht es jetzt los. Und zwar haben wir hier einen Fertigteig. Ja, man kann auch selbst Mürbeteig machen, aber naja, mir fehlt also im Moment dazu die Zeit und deswegen tut es auch der Fertigteig. So, den legen wir hier aus in eine Tartform. So, es wird Zeit, den Herd vorzuheizen, und zwar auf 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt nehmen wir uns unsere Füllung. Geben die hier hinein. Und zwar erst zur Mitte. Und jetzt streichen wir den Berg leicht an den Rand. Mit links geht's, aber ihr könnt den besser sehen, dann verdeckt die Hand nicht immer das Geschehen. Und jetzt nehmen wir uns unsere Soße. Und geben diese hier in der Mitte zuerst drüber, dann verstreichen wir wieder etwas. Und wir sehen schon, unser Käse verteilt sich wunderbar. So, und jetzt nehmen wir uns unseren zweiten, also unseren zweiten Teig, legen ihn hier drüber und pressen jetzt hier mit viel Gefühl am Rand jetzt alles vorsichtig herunter. Jetzt nehmen wir unser Messer und schneiden den Teig. In Viertel ein. Das sind sozusagen unsere Sollbruchstellen. Wenn das innen drin anfängt zu dampfen, braucht es natürlich auch eine Öffnung, um zu entweichen, und dann ist das hier genau das Richtige. Jetzt werden wir den Rand noch etwas begradigen, und da fahren wir ganz einfach mit einem Nudelholz. Ja, jetzt bräuchte man vier Hände. Einfach mit dem Nudelholz über den Rand. Jetzt ziehen wir den nach unten weg. Jetzt nehmen wir uns eine Schüssel oder ein kleines Schüsselchen. Geben hier ein Ei hinein, verquirlen das
nehmen einen Pinsel und streichen jetzt hier die obere Decke hier mit ein. Und so kommt die Form jetzt in den Backofen. Nach exakt 40 Minuten ist unsere Tarte jetzt fertig. Und jetzt lasse ich sie wenigstens eine halbe Stunde abkühlen, bevor ich sie anschneide. So, unsere Tarte ist genügend abgekühlt. Und jetzt versuchen wir mal hier ein Stück herauszuschneiden. So, Versuch gelungen und jetzt kann ich auch meinen Abspann machen. Wem das gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, abschließen, immer ans Glöckchen denken, damit man auch informiert wird. Und ja, ich lasse mir das jetzt schmecken. Also, bis zum nächsten Mal.